Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Online-Veranstaltung in unserer Miteinanderreihe. Seit Beginn der 1990er Jahre ist die jüdische Gemeinde in Deutschland von etwa 30.000 auf heute etwas weniger als 100.000 Mitglieder angewachsen. Hintergrund dieser Entwicklungen war der Zuzug von etwa 220.000 jüdischen Personen aus der ehemaligen Sowjetunion in den 1990er Jahren, der die strukturellen Voraussetzungen jüdischen Lebens in Deutschland entscheidend verändert hat. Allerdings sind nur etwa 85.000 Menschen aus dieser Personengruppe Gemeindemitglieder geworden. Das lag zum einen an den säkularen Selbstverständnissen und generationsübergreifenden Sozialisationen der postsowjetischen Jüdinnen und Juden, zum anderen an den Barrieren der Gemeindemitgliedschaft für Personen, die zwar in der vormaligen Sowjetunion als jüdisch bezeichnet wurden, aber in Deutschland nicht als halachische Jüdinnen und Juden anerkannt werden, darunter viele sogenannte Vaterjüdinnen und Vaterjuden. Jüdische Migrantinnen und Migranten aus der vormaligen Sowjetunion sind keine homogene Gruppe. Ihre Vielstimmigkeit zeigt sich in unterschiedlichen Traditionen und Alltagspraxen, Sprachen und subjektiven kulturellen Narrativen. Auch in kultureller wie ritueller Hinsicht überschreitet ihre Diversität den aschkenasischen Traditionsraum. Als jüdisches Museum verstehen wir es als unsere Aufgabe, die Vielfalt jüdischer Stimmen und Perspektiven auf die Gegenwart sichtbar zu machen und Migrationserfahrungen und Geschichten von Jüdinnen und Juden einen Raum zu geben, indem wir eine Plattform für die jüdische Gegenwart schaffen, wollen wir auch einen Perspektivwechsel anregen. Es geht uns nicht nur darum, die stereotype Vorstellung zu konterkarieren, dass es nur eine jüdische Erfahrung gebe. Es ist uns zudem wichtig, denjenigen das Wort zu erteilen und Gehör zu verschaffen, die die Vielfalt jüdischer Kulturen alltäglich leben. Mit der Miteinanderreihe bietet das Jüdische Museum eine partizipative Plattform für russisch und deutsch sprechende, migrantische und migratisierte Jüdinnen und Juden an. Die Veranstaltungsreihe ermöglicht eine differenzierte und solidarische Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Positionierungen und Selbstverständnissen von jüdischen Menschen. Sie schafft auch einen Raum für heute in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über gegenwärtige Perspektiven und Auseinandersetzungen zu verständigen. Das russische Wort "me" bedeutet wir und bildet die ersten Silben im Titel unserer neuen Reihe. Es unterstreicht, dass diese in erster Linie als eine Plattform für Empowerment und Community Building gedacht ist, die diejenigen meint, die die russischsprachigen Buchstaben im Titel als solche dechiffrieren können. Mit dem heutigen Podiumsgespräch wollen wir drei Schriftstellerinnen das Wort verleihen, deren Romane aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen verhandeln. Es handelt sich um Olga Krasnova, Lana Lux und Julia Greenberg. Die Moderation übernimmt die Autorin und Hochschuldozentin Marina Neubert. Sie wird Ihnen gleich die Autorinnen einzeln vorstellen. Ich selbst beschränke mich daher darauf, sie vorzustellen. Marina Neubert wurde in Lemberg geboren, kam Anfang der 90er Jahre nach Deutschland und lebt heute in Berlin. Sie studierte Philologie, Germanistik und Journalistik in Moskau und San Francisco, wo sie 1994 den Award of Merit der Stadt für ihr dramaturgisches Werk erhielt. 1996 wurde sie für ihr Hörfeature Erinnerungen mit dem Axel Springer Preis ausgezeichnet. 2015 erschien ihr Jugendroman Bella und das Mädchen aus dem Städtel im Ariella Verlag. Ihr neuester Roman heißt Kaddisch für Babuschka und es ist 2018 im Aviva Verlag erschienen. Bevor ich an Frau Neubert übergebe, möchte ich mich noch bei unserer freien Mitarbeiterin Irina Ginsburg bedanken, die die Miteinanderreihe von langer Hand geplant und mit viel Herz und Verstand in die Hand genommen hat. Fragen zu dem heutigen Gespräch können per Kommentarfunktion auf YouTube oder Facebook eingereicht werden. Ich danke unserem Online-Redakteur Corbinian Böck für die redaktionelle Begleitung sowie Sascha Lieberts und Lukas Adam für den technischen Support. Wir freuen uns mit Ihnen heute Abend und darüber hinaus in ein gemeinsames Miteinander zu treten. In diesem Sinne einen schönen Abend.
Vielen Dank, Frau Dr. Wenzel. Kann man mich jetzt gut hören? Ja? Ich höre die Autorinnen nicht. Frau Grinberg, Frau Lux, Frau Kresnauer? Sie sind gemutet. Ja. Ja, wir sind stumm geschaltet. Ja, wunderbar. Guten Abend und ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Wenzel, und danke für die Einladung. Danke auch dafür, dass das Museum sich entschieden hat, diese Diskussion unter diesen besonderen Umständen stattfinden zu lassen. Danke den Autorinnen, dass sie sich entschieden haben, mitzumachen und die Einladung eingenommen haben. Und danke Ihnen, liebes Publikum, meine Damen und Herren, dass Sie jetzt hinter Ihren Monitoren zu Hause ungesehen uns unterstützen. Und wie Frau Dr. Wenzel bereits erwähnt hat, Sie können gerne im Laufe der Veranstaltung Fragen auf YouTube und Facebook im Live-Chat die ganze Zeit über stellen. Und am Ende der Veranstaltung werden die Autorinnen versuchen, ihre Fragen zu beantworten, soweit die Zeit es uns erlaubt. Die jüdische postsowjetische deutschsprachige Gegenwartsliteratur, ein ganz komplexes Terrain, auf das wir uns heute Abend alle zusammen begeben. Und Frau Dr. Wenzel hat es bereits erwähnt, es ist sehr vielschichtig, denn allein schon über die postsowjetische deutschsprachige Literatur zu sprechen, wäre komplex genug. Es ginge um die Perspektive der postsowjetischen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, die aus einem Land kamen, nach Deutschland kamen, das als solches nicht mehr existiert, das Russisch, die Russisch als Muttersprache sprachen und die sich erstmal in Deutschland neu erfinden mussten, zurechtfinden, finden, ihre Sprache definieren, die Deutsch als literarische Sprache gewählt haben. Und für einen Autor heißt es, das ist dann seine Sprache, wenn es literarische Sprache geworden ist. Heute Abend kommt noch eine Schicht dazu, eine ganz wichtige Schicht, ganz komplexe jüdische postsowjetische deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Und es wird natürlich verzweigter, denn tatsächlich viele Autoren und Autorinnen, die aus der ehemaligen Sowjetunion als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kamen, werden mit einer Tradition in Verbindung gesetzt, die sie sehr oft in der Sowjetunion gar nicht leben konnten. Einige natürlich konnten das aus den Geschichten, aus der Geschichten der Großmütter vielleicht, wenn sie Glück hatten. Und einige gar nicht. Und einige fanden hier zu der Tradition zurück, teilweise sehr individuelles Thema, einige auch gar nicht. Deshalb so gesehen natürlich von der jüdischen postsowjetischen Gegenwartsliteratur zu sprechen, ist alles andere als einfach. Welche Anteile von Fremdzuschreibung, Selbstzuschreibung, aber auch natürlich nicht zuletzt von situativ interessierter Konstruktion in diese Perspektive heutzutage mit einfließen, schwer zu definieren. Aber heute Abend, finde ich, auf dem Podium sind Autorinnen versammelt, die nicht nur den Mut besitzen, sich diesen komplexen Fragen zu stellen, sondern denen es auch gelingt, in ihren Werken diesbezüglich, wie ich selbst denke, ein sehr persönliches, ein sehr originelles literarisches Instrumentarium entwickelt zu haben. Julia Grinberg. Julia Grinberg wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Aufgewachsen ist sie allerdings in der ehemaligen DDR und dann später in der Ukraine. Seit 2000 lebt sie bereits seit 20 Jahren in Deutschland, bei Wiesbaden. Sie absolvierte das Chemiestudium, danach arbeitete sie im Pharmabereich und später absolvierte sie verschiedene Ausbildungen in der Weinbranche und ist seitdem im Weinhandel tätig. Immer noch, ja, Frau Grinberg? Stimmt soweit. Ihre Hauptdarstellungsform, literarische Hauptdarstellungsform ist Lyrik. Sie veröffentlicht auch auf Russisch in russischen und ukrainischen Literaturmagazinen, unter anderem auch in dem angesehenen Magazin Vozduch.
Auf Deutsch sind ihre Gedichte bei Fix Poetry und Signaturen erschienen, sowie gedruckt, unter anderem in den Anthologien All Over Heimat, Seitenstechen und im Homunculus Verlag. Ihr Debütband Kill You Darlinge erschien im Herbst 2019 bei Gutleut Verlag. Zur Entstehung von Kill You Darlinge bemerkte Julia Grimberg, Zitat: Es ist ein sehr gewachsenes Buch. Der Kern bestand zunächst in einigen wenigen Gedichten, die in Russisch gedacht und auch teilweise notiert wurden, dann aber im Deutschen erst ihre gültige Gestalt gefunden haben. So waren es zunächst Themen wie Flucht, Heimatlosigkeit und Vergänglichkeit, die die Texte bestimmt haben, um dann in verschiedenen Formen von Zeitlosigkeit und was wäre wenn Situationen zu münden. Herzlich willkommen, Julia Grimberg. Vielen Dank. Olga Gresnova wurde in Baku, Aserbaidschan, geboren, in einer russischsprachigen Familie. 1996 übersiedelte die Familie nach Deutschland, wo Frau Gresnova Deutsch lernte mit 11 Jahren. Nach Schulabschluss folgten Studien der Kunstgeschichte und Slawistik sowie im Fach Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Im Anschluss an Studienaufenthalte in Polen, Russland, auch an dem renommierten Maxim Gorki Literaturinstitut und in Israel studierte die Autorin Tanzwissenschaft an der FU Berlin. Ihr erster 2012 erschienener Roman »Der Russe ist einer, der Birken liebt« erregte auf Anhieb Aufsehen. Für das Buch wurde die Autorin mit dem Klaus-Michel-Kühne-Preis und dem Anna-Segers-Preis ausgezeichnet. Ihr in diesem Jahr erschienener mittlerweile vierter Roman »Der verlorene Sohn« ist ein zwar historischer, aber auch ein sehr gegenwärtiger Text, der die russische Machtpolitik und Entwurzelung, die Frage nach Identität, nach Identitätsverlust und Sprache in den Mittelpunkt stellt. 2020 schien ein literarisch gesehen für Frau Gresnova sehr ergiebiges Jahr zu sein, denn etwa vor 2,5 Monaten im September feierte auf der Bühne des Berliner Ensemble ihr vor 3 Jahren bereits erschienener Textroman »Gott ist nicht schüchtern« Premiere, eine Theaterfassung natürlich im Berliner Ensemble. Darin erzählt die Autorin vom Krieg in Syrien, von den Härten der Flucht, von dem Aufgeben des ganzen Lebens von heute auf morgen, von der Reduktion der bisherigen Biografie nur noch auf eins, auf ein Schicksal, ein Flüchtling zu sein. In einem Interview im Deutschlandradio Kultur sagte Olga Gresnova über die Schicksale ihrer Figuren: Das könnte jedem passieren. Ich glaube, das ist etwas, wovor keiner wirklich geschützt ist und sicher ist. Herzlich willkommen, Olga Gresnova. Vielen Dank. Lana Lux wurde in Dnipropetrovsk in der Ukraine geboren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion reiste die ebenso russischsprachige Familie 1996 nach Deutschland aus. In Gelsenkirchen lernte Lana Lux Deutsch und absolvierte die Grundschule und das Gymnasium. Es folgten Studien der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften. Es gibt eine Bezeichnung für dieses Fach. Ich kann es nicht aussprechen. Frau Lux, wie heißt das Fach? Das heißt Ökotrophologie. Ökotrophologie. Dann kam eine, vielen Dank. Dann kam eine Ausbildung, Schauspielausbildung am Michael-Tschechow-Studio in Berlin. 2017 erschien ihr vielbeachtetes Debüt Kukolka im Aufbau Verlag, das gleich in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Und im Jahr 2020 erschien der zweite Roman Jägerin und Sammlerin. Jägerin und Sammlerin ist ein mehrperspektivisch angelegtes Werk. Es erzählt in seinem ersten Teil zunächst, wie die heranwachsende Alisa, die Protagonistin, die als Kind mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kam, versucht,
mit dem Druck, der auf ihr lastet, zurechtzukommen, mit allem Druck, der auf ihr lastet, durch das Hungern, durch das Erbrechen, durch alles, was zu der Essstörung gehört. Und der zweite Teil nimmt dann die Perspektive ihrer Mutter an, Tanja, die nach dem Kontaktbruch durch ihre Tochter Bilanz des eigenen Lebens zieht. Es ist ein Roman, der über die Brüche erzählt, die entstehen können, wenn man das Leben wechselt, einfach aufgibt und wechselt. Wenn man versucht, sich in einem neuen Leben zurechtzufinden. In einem Beitrag, Ich bin viele, für die Jüdische Allgemeine Zeitung im Jahre 2018, 2 Jahre allerdings bevor der Roman erschienen ist und ich denke, von dem Text unabhängig, schrieb Lana Lux: Wir müssen multikulturelle Identitäten verstehen. Es genügt nicht, wütend die Mehrheitsgesellschaft in Stücke zu reißen. Die Stücke müssen auch wieder zusammengefügt werden. Herzlich willkommen, Lana Lux. Vielen Dank. Frau Lux, ich würde ganz gerne bei dem Stichwort Ich bin viele bleiben, denn es passt zu unserem Thema sehr gut. Und Sie haben damals in der Zeitung im Zuge der MeToo-Debatte den Vorschlag für einen neuen Hashtag gemacht. Many Me, ich bin viele. Was bewegte Sie damals? Das ist ewig her. ja. Was zum Teufel bewegte mich damals? Ich glaube, mich bewegte meine eigene Biografie, mich bewegten die Geschichten von vielen FreundInnen, die mit mehreren Sprachen, mehreren Kulturen, mehreren Wahlheimaten und manchmal auch ohne eine solche lebten und leben. Und klar, also ich meine, in meiner Bubble sind ganz viele solche Leute und in meiner Bubble sind wir die Mehrheit. In meiner Umgebung gibt es nur sehr selten Menschen, die eine ganz klare Identität haben und die in einem Land geboren sind, die passende Sprache dazu als Muttersprache in die Wiege gelegt bekommen haben und ja, dann sich sowohl irgendwie entweder den Luxus haben zu sagen, wir müssen Heimat und Nationalität überwinden, oder sie stellen das gar nicht in Frage, weil das etwas ganz Natürliches ist. Und ja, und aus der Perspektive eben all derer, denen es vielleicht so ähnlich geht wie mir, für die das einfach normal ist, mit diesen Puzzles zusammenzuleben, also diese Patchwork-Identität zu haben. Ja, für all dies war, glaube ich, dieser Spaß-Hashtag gedacht. Also, ja. Die Patchwork-Identität hat auch Alisa, hat auch die Protagonisten von Jägerin und Sammlerin. Und am Ende des Romans, nachdem natürlich Alisa durch alles geht, inklusive der Therapie und durch alles, um sich selbst zu finden, um auf die Beine zu kommen, um zu ihrer Identität zu kommen, begegnen wir ihr unter einem neuen Namen. Und am Ende des Romans heißt sie nicht mehr Alisa, sondern sie heißt Eva. So eine Namensänderung. Und ich dachte sofort, als ich es las, diese Stelle las, ich dachte sofort an die jüdische Tradition, denn nach der jüdischen Überlieferung, wenn man den Namen ändert, ändert sich auch das Schicksal, das Masal. Man wird ein anderer. Und meine Frage an Sie war, dass so bewusst gemacht wird, wird Alisa eine andere? Ändert sich ihre Identität? Das war durchaus bewusst und ja, ihre Identität ändert sich. Und einerseits kenne ich sowohl die jüdische, ja, praktische Überlieferung, dass der Name etwas sehr Wichtiges ja, für das Schicksal eines Menschen mitgibt. Es gibt auch noch ein russisches Pendant dazu. Ich übersetze das mal, es heißt sowas wie, so wie man ein Schiff benennt, so segelt es auch. Как корабль назовут, так он поплывет.
Also es gibt in vielen Traditionen, also da merkt man wieder meine Patchwork-Identität, ja, da verschiedene Überzeugungen dazu, dass der Name etwas sehr Bedeutendes ist. Und ich meine, im Marketing sehen wir das auch tagtäglich. Also ein Produkt lebt häufig einfach alleine nur von dem Namen. Insofern ja, für einen Menschen ist es von großer Bedeutung, wie sein Name ist und wie sein Name von der Umgebung wahrgenommen wird. Womit aber auch der Mensch selbst seinen Namen verknüpft und wie er in seinem eigenen Ohr klingt. Und all das bestimmt die Selbstwahrnehmung. Und nur wer sich auf eine bestimmte Weise oder auf eine gute Weise annehmen kann, kann auch, glaube ich, von der Außenwelt auf eine bessere Weise angenommen werden. Und das ist das, was ich Alisa schenken wollte. Das heißt, Alisa ist auch Alisa geblieben, aber sie ist dazu noch Eva geworden. Oder ist sie jetzt nur Eva? Ist aus dem jüdischen Mädchen. Sie ist gerade nicht dabei. Mhm. Wir können sie nicht fragen, das meinen Sie? Wir können sie nicht fragen, also ich bin sie losgeworden. Hier sind andere Figuren gerade unterwegs und die finden das ja eh schon nicht so ganz so okay, dass ich jetzt über sie rede, aber ja, also sie ist nicht dabei. Für mich bleibt sie Alisa. Ich glaube, als wir uns verabschiedet haben, wollte sie doch Eva genannt werden. Und ja, wie für jede Mutter war es auch für mich sehr schwer, mein Kind dann halt mit diesem neuen Namen anzusprechen. Ich habe ihr gesagt, ich werde Zeit brauchen und sie fand es in Ordnung. Frau Kresnova, auch Jamaluddin, der Protagonist ihres aktuellen Romans Der verlorene Sohn, wird ungewollt zu einem anderen. Er wächst Mitte des 19. Jahrhunderts im Nordkaukasus auf, doch im Kaukasischen Krieg wird sein Vater gezwungen, ihn der russischen Armee als Geisel zu geben. Eine Tragödie für die Familie und das Kind kommt an den Hof des Zaren und lernt andere Sprachen. Das Kind lernt andere Sitten, der Junge. Und es ist auch sehr verlockend für ihn, denn er hat am Hof des Zaren gutes Ansehen und gute auch Aussichten, Perspektiven. Doch in Wirklichkeit steht er zwischen den Kulturen, er steht zwischen den Religionen. Und er ist sich seiner selbst nicht sicher, so habe ich ihn wahrgenommen. Er hat große Schwierigkeiten, seine Identität zu leben, welche auch immer. Und meine Frage wäre, was macht ihm die Sache so schwer? Warum konnte er nicht in der Vermischung der Kulturen glücklich werden? Ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Vermischung der Kulturen, sondern daran, dass er gegen seinen Willen als Neunjähriger gefangen genommen wurde. Und der Plan des Zaren, des Nikolai I., war, dass ihn praktisch als eine Art trojanisches Pferd einsetzt. Der sollte am Hof erzogen werden, mit allen Privilegien, die dazu gehören, und dann später in den Kaukasus eingesetzt werden als ein Vizekönig und als jemand, der den Kaukasus auf dem diplomatischen Weg unterwirft. Und Jamaluddin war jemand, der natürlich sein ganzes Leben lang, solange er noch bei seiner Herkunftsfamilie war, darauf vorbereitet wurde, die Russen zu besiegen oder zu hassen oder zumindest gegen sie zu kämpfen. Der hat die Russen als die größten Feinde kennengelernt. Und auf einmal kommt er nach Russland und auf der einen Seite hat er natürlich diese ganzen Privilegien und auf der anderen Seite ist er immer noch der Sohn des größten Feindes des Russischen Reiches und das alles geht nie auf. Und das soll auch nie aufgehen. Und natürlich, der ist sich auch dessen bewusst, dass er auch vielleicht nicht für immer in Russland bleiben kann. Der weiß, dass er dann irgendwann mal zurückkehrt, aber der weiß nicht wann. Und diese ganzen Unsicherheiten und auch, der weiß auch nicht, was mit seiner Familie passiert ist. Das alles hilft dir nicht unbedingt, dein gesundes Verhältnis zu irgendwas aufzubauen. Das heißt, es liegt nicht direkt an der Vermischung der Kultur und nicht direkt an seinen kulturellen Wurzeln, denken Sie, nicht an seine Herkunft, sondern eher an der Situation, in die er kam.
Nee, kurioserweise war auch die russische Kultur eine sehr vermischte. Ich glaube, der hatte vielleicht sogar eine klarere Vorstellung von der russischen Kultur, bevor er überhaupt nach Russland kam. Ich glaube, der ganze billige Trick des Buches ist, dass er, sobald er nach Russland ankommt, es ist sehr merkwürdig. Es ist inzwischen eine sehr merkwürdige Situation. Das ist zum Beispiel, Weihnachten wird am 24.12. gefeiert und nicht nach dem orthodoxen Kalender, weil es natürlich eine deutsche Tradition ist, die deutsche Prinzessin von Hessen oder von Darmstadt und später die Prinzessin von, ich habe schon wieder verdrängt, Entschuldigung, auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar von Posen, halt nach Russland mitbringt. Auf dem Hof wird Französisch gesprochen. Russisch wird nur in Ausnahmefällen gesprochen, wenn es halt gar nicht mehr anders geht. Französisch. Genau, und die ganze Architektur ist italienisch, man geht in die italienische Oper, man hört sich ein französisches Theaterstück an, das ist im Prinzip ist halt nichts russisch, außer dem Eroberungskrieg, der übrigens von den deutschen Offizieren geführt wird, oder zumindest geplant. Und auf einmal ist er da und auf einmal soll er natürlich auch noch, dann später wird er nach Polen geschickt und muss Polen für Russland unterwerfen, aber für welches Russland? Und die Welt war damals natürlich nicht in der Art und Weise globalisiert wie heute, aber auf eine gewisse Art und Weise war sie sogar transkultureller als heute. Und ich glaube, diese Vermischung der Kulturen wurde damals auch gar nicht als eine Vermischung der Kulturen wahrgenommen, sondern als etwas sehr Natürliches. Mhm. In meine These. Aber ich bin auch keine Historikerin. Mhm. Man es gerade an meinem Prinzessinnenbeispiel gemerkt hat. Inwiefern, da wir bei dieser Fragestellung der Herkunft sind, was glauben Sie, inwiefern ist die Herkunft des Autors bei der Verortung dieser Herkunftsproblematik, dieser wurzelkulturellen Problematik der Figur und damit verbundenen Fragen im Text relevant? Ist die überhaupt relevant? Es kommt, glaube ich, darauf an, was wir als Herkunft begreifen, ob das wirklich eine nationale Herkunft ist. Oder zum Beispiel, ich finde die Klassenfrage viel interessanter. Das ist zwar jetzt sehr sozialistisch, aber es ist halt zum Beispiel auch oft in der deutschsprachigen Literatur oder auch in der amerikanischen, ist es deutlich spannender. Es ist hier zum Beispiel die Frage, welche soziale Herkunft hat die Autorin oder der Autor. Und da kann man vielleicht auch sich deutlich mehr schauen, welche Geschichten werden erzählt oder wie wird überhaupt veröffentlicht. Oder schon die Frage danach, ob der oder die Autorin marginalisiert ist. Aber das ist, aber da sind dann auch mehr Marktmechanismen als vielleicht eine Biografie. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es immer so individuell ist, dass man es wahrscheinlich gar nicht verallgemeinern kann. Aber die Marktmechanismen erzählen dann vielleicht doch eine andere Geschichte. Das heißt, diese Fragestellung, die wir versuchen jetzt uns langsam an die anzunähern, jüdische, post-sowjetische, gegenwärtige und so weiter und so fort, das ist auch eine Marktgeschichte? Nee, so meinte ich das nicht. Nee, das auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich auch einen Markt dafür. Das ist nicht zu bezweifeln. Ich meine nur grundsätzlich, die meisten Geschichten, die in Deutschland veröffentlicht werden, stammen nun mal von Leuten, die der Mittelschicht angehören. So rum. Und das sind natürlich auch die Geschichten, die eine größere Aufmerksamkeit und eine größere Reichweite oft bekommen. Und in der Mittelschicht. Ich daran stand, dass halt natürlich auch in den Kulturredaktionen meistens Leute aus der Mittelschicht kommen. Die Mittelschicht, und die Mittelschicht, so gesehen kann ich dann folgen, die Mittelschicht ist im Prinzip in jedem zivilisierten Land so ungefähr ähnlich von den Interessen und von den, das kann ich nachvollziehen. Mhm. So meinte ich das nur. Also, ja. So irgendwie, Entschuldigung. Das ist sehr gut nachvollziehbar für mich, sehr gut nachvollziehbar. Das hat im Prinzip, das heißt, Sie glauben, dass man doch als Autor Freiheiten hat, sich von der Herkunft wegzubewegen, wenn man es möchte. Meine Vermutung ist, dass es das Einzige, womit man sich beschäftigt, irgendwie von dieser Herkunft wegzukommen. In dem Schreiben, also das ist zumindest mein einziger Impuls des Schreibens, nur möglichst weit von mir wegzukommen. Ja, ja. Und natürlich von außen wird man in die Herkunft wieder hineingedrängt. Das ist ein sehr interessanter Prozess. Ja, es kommt darauf an, was irgendwie da auch tiefenpsychologisch passiert, weil ich auch gar nicht, was ich zum Beispiel auch gar nicht so benennen kann. Ich selber komme ja auch immer wieder zu denselben Themen zurück, ohne dass sie wollen. Wenn ich förme, auch jedes Mal, ich mache das nie mehr wieder. Das, und ich erzähle auch bei jedem einzelnen Interview und bei jedem einzelnen Gespräch auf gar keinen Fall. Ich werde nie mehr über den Kaukasus sprechen. Sie sehen, wie erfolgreich ich dabei bin. Ja, sehr. Frau Greenberg,
Bei Ihnen sind es nicht die Protagonistinnen, die anders werden oder die mit ihrer Herkunft kämpfen, sondern das ist das lyrische Ich, das ist ein bisschen diffuse. Und dieses lyrische Ich, wenn man Ihre Gedichte mitverfolgt und liest, aufmerksam liest, dieses lyrische Ich vollzieht den Wandel. Und meistens spricht es Deutsch, manchmal spricht es Russisch. Und es bewegt sich zwischen den Sprachen bei Ihnen. Es ist eine stete Bewegung. Und zwischen den Sprachen, so stelle ich, bin keine Dichterin, aber ich stelle mir das so vor, dass zwischen den Sprachen natürlich bewegen sich auch die Bilder, weil jede Sprache sieht die Welt anders, mit völlig anderen Bildern. Wie geht es, wie gehen Sie persönlich mit diesen beiden Bilderwelten um? Profitieren Sie davon oder geht es ständig um eine Überwindung dabei? Nutze es wohl sehr gut aus. Ich habe irgendwo geschrieben, dass genau die Zweisprachigkeit hat mich als Dichterin geboren. Was war das? Irgendwas. Ja, das ist meine Henne-Ei-Frage. Das kann man nicht so sagen, aber ich muss wirklich zwischen zwei Sprachen wandern, ewig. Das gefällt mir. Ich nehme die Bilder da gerade mit, wo ich sie vorfinde. Ja. Haben Sie? Es ist auch bewiesen, in jeder Sprache sind wir ganz andere Personen. Auf Russisch bin ich so, auf Deutsch bin ich so. Und auf Jüdisch? Hebräisch. Ist leider gestorben, weil ich das nicht nutze. Ne? Aber natürlich, das war auch ganz andere Persönlichkeit, die dann die Sprache sprach. Das ist eine sehr schöne Sache, die jetzt passiert ist. Haben Sie das bemerkt? Ich wollte witzig sein und habe gefragt, und auf Jüdisch? Und Sie haben dann sofort gesagt, Hebräisch ist leider... Und sehr gut, sehr gut. Darauf will ich hinaus. Über welche Art vielleicht an alle Autoren, auch an Lana Lux, sie hat schon lange nichts mehr gesagt. Über welche Literatur eigentlich, von welcher Literatur sprechen wir, wenn wir von jüdischer Literatur sprechen? Ja? Für die jüdische Literatur gibt es in Deutschland sehr viele gute Orte und wir sind sehr froh darüber. Wir sind froh über die Forschungseinrichtungen, Museen, Gedenkstätten, jüdische Kulturwochen, Literaturwochen. Aber von welcher Literatur sprechen wir, wenn wir von jüdischer Literatur sprechen? Jüdisch als Sprache gibt es nicht. Von welcher Literatur sprechen wir? Die Frage an alle. Ich weiß es nicht. Ich weiß, von welcher Literatur wir sprechen, wenn wir von jüdischer Literatur sprechen, von hebräischer Literatur sprechen, von deutscher Literatur, englischer, spanischer. Aber von welcher Literatur sprechen wir, wenn wir von jüdischer Literatur sprechen? Wenn ich sagen darf, also ich bezweifle überhaupt, dass Literatur nach nationalen, religiösen oder anderen Kriterien bestimmt werden muss. Es ist besser, wenn Literatur, Kunst generell keine Grenzen erlebt, keine Einschränkungen, keine besonderen Wege nach Identitäten sortiert, weil, wie Lana Lux vorhin gesagt hat, ja, wir sind viele. Ja. Dennoch gibt es diesen Begriff jüdische Literatur. Frau Lux. Ja, also ich würde sagen, dass man halt häufig diesen Begriff verwendet, wenn Menschen mit jüdischer Identität etwas schreiben, dann wird es plötzlich eine jüdische Literatur. Also so wie wenn ich als Jüdin einen Kuchen backe, dann ist es ein jüdischer Kuchen. So. Selbst wenn es Schwarzwälder Kirschtorte ist. Es ist egal, was ich backe. Also sobald er gebacken ist, ist es ein jüdischer Kuchen, weil er wurde von mir als Jüdin gebacken. Ansonsten würde ich schon sagen, also es ist vielleicht nicht nötig, das zu unterscheiden, aber man unterscheidet es nun mal. Also wenn ich einen französischen Roman lese, dann ist es ein Roman, den eine Person
in Französisch verfasst hat. Der ist dann für mich erstmal so ein französischer Roman. Wenn ich dann mich weiter damit befasse, ist es vielleicht plötzlich so, ach ja, das ist eigentlich eine Geschichte einer Feministin, vielleicht einer schwarzen Feministin, die auch noch behindert und auch noch lesbisch ist und in ihrem Kern eigentlich jüdisch ist. So, und plötzlich wird das Ganze kompliziert. Aber der Sprache nach zu urteilen, ist es ja erstmal ganz einfach. Ein russischer Roman, ein Roman, der in Russisch geschrieben wurde, vielleicht auch noch in Russland spielt. Ein russischer Roman. Ja, so. Ein jüdischer Roman? Ja, das ist halt wie mit dem Kuchen, glaube ich. Und wenn die Protagonisten halt noch irgendwie jüdische Zutatennamen halt haben, dann ist es halt umso jüdischer. Ich meine, wenn ich für meinen Kuchen Eier statt Eier benutze, dann wird der Kuchen vielleicht auch jüdischer, ich weiß nicht. Aber Frau Gresnova, gibt es denn die besondere jüdische Perspektive oder Auswahl der Thematik? Jüdische Identifikationsfiguren, Figuren mit unterschiedlichen jüdischen Sozialisierungen, gibt es so etwas? Ich hätte noch eine Frage zum Kuchen. Lana, ist der koscher? Du, das spielt dann wiederum keine Rolle, aber das werden die nicht-jüdischen Leute, die nicht-jüdischen Leute werden auf jeden Fall diese Frage stellen. Die werden mir eventuell auch vorwerfen, obwohl sie selbst gesagt haben, mein Kuchen ist jüdisch, werden sie mir später vorwerfen, mein Kuchen ist eigentlich nicht jüdisch, weil er nicht koscher ist. Also das kommt ja auch noch dazu. Dann ist er nicht halachisch. Doch, er ist jüdisch, aber nicht halachisch. Er ist dann vielleicht nicht halachisch. Aber zu den Figuren. Ich meine, klar, man kann eine jüdische Auseinandersetzung in einem Roman haben. Das geht. In dem Moment, wo ich eine Figur habe, die sich mit der Frage auseinandersetzt, was ist jüdische Literatur und wann ist ein Kuchen jüdisch, wird es halt ein jüdischer Roman. So. Aber ich glaube, das wird häufig tatsächlich allgemeiner verwendet, eher nach dem Background der AutorInnen. Korrekt. Worauf ich hinaus will, dass die Identifizierung in der Sprache das Hauptmedium der Literatur, nicht die Figuren sind das, sondern die Sprache. Das heißt, die Identifizierung in der Sprache findet nicht statt, in der Sprache an sich, sondern nur durch die Figuren, durch die Assoziationen, durch die Sozialisierung der Figuren und so weiter. Und wie sollte dann literarisch überhaupt, wenn ein Jude sich mit dem eigenen Erbe auseinandersetzen kann, der kann es nicht mit der Sprache. Das ist ein ganz besonderer Sprachdiskurs, mit dem wir hier zu tun haben. Ja? Das heißt, sie schreiben auf Deutsch, sie setzen sich mit der deutschen Sprache auseinander und Deutsch ist die literarische Sprache, die ist nicht jüdisch. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein bisschen komplizierter. Das ist ja auch bei den Romanen ist es ja nicht nur die Sprache, die den Roman manifestiert. Zum Beispiel gibt es ganz viele, also jetzt zum Beispiel als eine literarische Strömung, es gibt ganz viele Romane, die auf einer autobiografischen Basis fundieren. Das heißt zum Beispiel, es gibt die Rachel Kursk, es gibt natürlich Karl Ove Knausgard, es gibt Susan Nunes und all diese Romane wurden in unterschiedlichen Sprachen geschrieben, aber trotzdem beziehen sich alle Romane irgendwo aufeinander und es ist natürlich auch, Literatur ist ja sowieso nicht nur nach den nationalen Kriterien der Sprache geordnet, wie klauen alle voneinander. Und zum Beispiel die deutschsprachige Literatur, ich spreche ausschließlich von den Romanen, wäre, glaube ich, ohne die russischen Klassiker nicht möglich gewesen, genauso wie die russischen Klassiker natürlich auch sehr viel von der französischen Klassik profitiert haben oder auch umgekehrt. Und der moderne amerikanische Roman wäre auch nicht ohne die Russen, die Franzosen möglich gewesen. Das ist mir alles immer ein großes Zwiegespräch, der natürlich auch jenseits von der Nationalsprache passiert. Ja. Aber ist die Positionierung und Sozialisation als Juden aus der ehemaligen Sowjetunion bei der Verortung von Figuren, von Fragen, von Themen innerhalb der Werke prägend oder doch nicht prägend? Kommt wahrscheinlich darauf an, für welches Werk. Aber natürlich, ich meine, es ist ja im Prinzip ist ja alles, was wir erleben, prägend und wir kommen nicht da raus. Meine Tochter ist jetzt da. Hallo. Und wieder weg. Das glaube ich,
Entschuldigung, es ist, glaube ich, alles prägend, was wir erleben, und wir kommen auch nicht daraus. Es ist, ich bin ja, glaube ich, wirklich kein großer Freund von dem biografischen Bezug im Werk eines Autors, aber es ist, glaube ich, wir kommen nicht aus uns heraus. Kann sie dich hören? Она нас не могут слышать. Или нас не могут слышать. Или ты сейчас уйдешь, или ты сядешь, но тихо, тихо сюда, хорошо? Ich habe Frau Grinberg. Frau Krasnova spricht gerade mit ihrer Tochter. Frau Grinberg, noch einmal zum Thema Sprache, weil ich glaube, in der Dichtung ist es noch etwas ganz Besonderes und es ist noch schwieriger, Grenzen zu ziehen, wie Sie bereits erwähnt haben. Und gibt es so etwas wie eine Melodie, ein besonderer Ton, eine besondere sprachliche Tonlage in der Sprache? Oder geht es mehr um die Thematik? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Text jetzt gerade geboren wird. Manchmal, da sind hauptsächlich Klänge, manchmal sind das irgendwelche Ereignisse, die dann so berührt haben, die unbedingt aufs Papier müssen. Können Sie das hören? Können Sie Ihre Melodie manchmal hören? Irgendwann habe ich angefangen, es zu hören auf Deutsch, auf Russisch. Das war schon lange der Fall. Aber irgendwann kam es auch auf Deutsch, wo ich das gehört habe und wusste, so ist es jetzt. So muss es bleiben. Ich habe das Gefühl. Ich habe die Autorinnen gebeten, jetzt spreche ich das Publikum an, dass wir nicht sehen, dass uns aber sieht, hoffe ich. Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung die Autorinnen gebeten, etwas auszusuchen, ein Stück, im Falle von Frau Grinberg etwas Poetisches, im Falle von Frau Grasnova, Frau Lux, ein Prosastück. Ich weiß nicht welches. Und ich wollte einfach selbst mich überraschen lassen und auch, dass Sie, meine Damen und Herren, hören etwas aus der Sprache der Autorinnen, was für Sie als Sprache wichtig ist. Und ich würde ganz gerne dann mit der Poesie beginnen, Frau Grinberg. Gerne. Ich lese dann so 4-5 Minuten Gedichte und 4-5 Minuten Kurzprosa. Bitte. So, auch lyrisch. Ich habe keine Heimat. Ich habe keine Heimat. Die steinerne Dschungel von damals können es nicht sein. Auch nicht die Bahnstationen, die Nachtzüge, Bünsdorf, Saratow, Vladivostok. Ich bin von der Gattung der Heimatlosen. Ich habe nichts mitgebracht, außer Kieseln im Schuh, zwei voneinander angetriebene Zungen. Die Schrift ist nicht mein Zuhause. Es gibt andere Bücher. Die Sprache als Vaterland. Fragwürdig, denn sie dehnt sich unendlich in alle Himmelsrichtungen. Dann schrumpft sie zu Froschhaut. Auf sie wie auf eine Liebe ist kein Verlass. Frisch bekehrte Streuner verwerfen Chancen heimzukehren. Praktisch veranlagte Sucher sind unschlüssig, wie Neotheniker. Welchen Boden nehmen wir zur Mutter? Organischen, aramäischen, arischen Humus? Wo grasen kurz rastende Pseudopodien im zufällig aufgerissenen Nichts? Affenliebe. Als meine Mutter sich mir entzog, liebte ich einen Kehrbesen. In einer Voliere, allein, keine Geschwister, nichts, das ich wüsste. Aufseher bringen Futter und Wasser, sorgen für Sterilität, verschwinden bis morgen. Ich habe Zeit. Zum Glück oder Unglück bin ich robust, andere leben nicht mehr. Mein biegsamer Besen umarme ihn lange. Wärme. Ich bin zufrieden. Es könnte ein Eimer sein. Ein hohler, klirrender Blechelt. Danke zum Henker.
Meine befahrbaren Doppelhirnhälften bewirte ich selbst. Redende Sätze sind ebenso kein Grund zum Streiten. Der Besen hat gute Manieren, ist nicht aufdringlich. Manchmal betrüge ich ihn mit einem Wecker. Kann sein. Mein Tod ist ein verspieltes Kind. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Mal begleitet es mich an die Mosel in Gestalt eines Motorradfahrers. Schlank, laut, schwarz, bunt behelmt. Mal nägt es mich als eine Smaragdfliege. Dabei zeichnet und schreibt sie mit ihrer Flugbahn. Karten sind offen, schau rein. Mal verwandelt es sich in ein Mondfeld. Rotes Signal, bin da, ist nicht zu übersehen. Keine Sorge, mein Mädchen, ich denke immer an dich. Heute standest du als ein Straßenarbeiter hinter der Leitplanke. Es war heiß. Der nackte, muskulöse Oberkörper stand dir gut. Mal warst du ein Spinnnetz, hieltest dich bloß mit einem Finger am Tor fest, schaukeltest in der Luft, küsstest mich auf die Wange. Tautropfen beschwerten dich in der frühen Stunde. Wenn die Sonne sie austupfte, warst du flügge. Neulich war lustig, du hast dich versteckt hinterm Zischen des Spiegeleis. Als ich dich entdeckte, zwinkerten wir einander. Nur wenn du als der Hund mit schwarzem Fell hier und da grau-weiße Zotteln mir hinterher trottelst, diesen Scherz finde ich nie so gelungen. Unser tägliches Spiel geht weiter. Du weißt, ich habe keine Eile. Abends, wenn wir nach Hause kommen, sitzt du rechts von mir in einer Armlänge. Wir trinken Tee und hören die Amsel singen. Ich muss was trinken. Wenn auch nicht Tee. Pension Frau Buchwieser. Am Frühstückstisch erzählt mir der Alte seine Krankheitsgeschichte. Schilddrüse, Nerv eingeklemmt, Parodontose, Geschichten seiner Familie, des schulischen Lebens der Tochter. Erzählt, wie sie einen Schal häkelte, so schön war der Schal und wurde doch nicht benotet. Erzählt, sie ist länger verheiratet. Sein Schwiegersohn sei ein Saxophonist, davon könne er leben. Erzählt, seine Frau sei verstorben. Jetzt unterstützt er die Kinder, bringt ihnen zweimal die Woche zwei Fleischwurst, 1600 Gramm und Salat, denn beide sind Musiker. Erzählt, dass er seit 30 Jahren das Grab der Schwiegereltern pflegt. Sie mochten ihn nie. Erzählt, er wurde 44 mit 16 berufen, geriet in Gefangenschaft. Zum Glück wären Engländer human, was Essen betrifft. Erzählt, er erhole sich hier. Das Blasorchesterfestival verpasse er nie. Er nehme lieber den Umweg A8. Er mag keine Eile. Erzählt, er habe vor der Rente seine Familie nur Sonnabend Sonntag gesehen. Du und gnädiger Gott, wozu so viel Einsamkeit? Orca an der Leine. Oder zum Beispiel Domestizierung. Kätzchen lösen bei mir keine Sentimentalität aus, aber Delfine sind etwas ganz anderes. Oder Orcas. Mit ihnen zusammen singen und pfeifen, die Ultraschallgrenze durchlöchern. Bloß wie willst du Orcas zu Hause halten? Und warum dann die Katzen, die Hunde, die Schnecken, die Fische? Die Brieftauben. Es ist nicht anmaßend, einen mächtigen Gott für sie zu spielen, ein Schicksal. Die Chamäleon-Handflächen finde ich unendlich rührend. Wie zaghaft, nachdenklich tasten sie Luft an. Ist das ein Grund für die Anschaffung eines Terrariums? Deine Hände sind die schönsten, die ich je gesehen habe. Aber ist es ein Grund,
sie bei mir zu behalten. Ich träumte von Hannelore Elsner, wie sie, wahrscheinlich in einem Film, aber sicher bin ich mir doch nicht, an die fünf Menschen erstach. Viel Blut floss langsam. Ein majestätischer Anblick, sie schritt unbeirrt weiter von Leiche zu Mensch, mit ihrem katzenweichen Gang, dem ruhigen, alleswissenden Lächeln, dem unsagbar edlen, anmutigen Gesicht. Dann kam mein erster Mann zum Vorschein, von dem ich lange nichts mehr weiß. Ich sah nur seinen Rücken, aber er war es. Die zwei Träume haben sich nicht überschnitten. Zwei darauf folgende Tage versuchte ich vergeblich, die Träume zu deuten. Dann habe ich mich von dir getrennt. Absurdometer. Ohne lange zu überlegen, habe ich einen Absurdometer erfunden. Geschäftsgespräche zu führen, sowie sich durch Jacques Lacan zu jagen. 6, 7 Punkte. Lange kochen, um im Nu zu verspeisen. 8 Punkte. Mit Hilfe von Ritualen die Angst nach links zu drehen. 2, 3 Punkte, anfangs am Ende alle 10. Mein Gott, was fällt dir nur ein? Er kontert. Lass mich, ich liebe es, nichts zu machen. Nichts ist die Vollkommenheit, Lässigkeit und Sorgfalt. Schau dir deine untröstlichen Teppiche an. Deine fest angebundene Wünsche, alles zu verbuchen, umzubauen, zu düngen. Es ist wirklich so schwer zu verstehen, dass der absolute Nullpunkt des Absurden im Bereich des Bienenstachels liegt. Dankeschön. Vielen Dank. Durchatmen. Frau Lux, darf ich Sie bitten zu lesen? Ich lese aus Jägerin und Sammlerin. Ich sollte vorher sagen, dass Mia, eine Figur, die auftaucht, keine real existierende Figur oder Person in dem Sinne ist. Es ist ein niedlicher Nickname für eine sehr unniedliche Krankheit, Bulimie, die in den Kreisen der Betroffenen häufig so genannt wird. Also wenn Mia auftaucht, es ist kein Mensch. Es war ein grauer und trostloser Novembersonntag. Alisas Füße waren kalt, während ihr Rücken nass geschwitzt war. Sie hatte den Schlüssel nicht mitgenommen und so musste sie klingeln. Dabei wusste sie sehr genau, dass es ihre Mutter verletzen würde. Sie klingelte. Dann nochmal und noch zweimal kurz. Jetzt erst hörte sie Schritte. Hände berührten die Tür von der anderen Seite. Sie hörte ihre Mutter schlucken, dann mit der Zunge schnalzen und dann tief ausatmen. Der Schlüssel wurde umgedreht und die Tür geöffnet. Ich hab's unter einer Stunde geschafft, sagte Alisa statt einer Begrüßung und verachtete sich im selben Moment dafür. Möchtest du eine Medaille? Fragte ihre Mutter mit einer Stimme, in der keine Betonung lag. So, als sei diese Frage womöglich gar nicht sarkastisch gemeint. Als würde sie wirklich sich einfach nur erkundigen, ob Alisa nun eine Medaille haben wollte. Ja, gerne, versuchte Alisa dennoch zu scherzen. Ihre Mutter wendete sich ab und ging ins Wohnzimmer, wo sie sich auf das Sofa legte und mit 2 Wolldecken zudeckte. Offensichtlich hatte sie wieder die Position eingenommen, aus der Alisa sie herausgerissen hatte. Auf dem Couchtisch entdeckte Alisa eine leere Weinflasche. Die Glasplatte des Tisches hatte ein Muster aus burgunderroten Kreisen und Halbkreisen. An diesem Muster konnte Alisa den Ernst der Lage unschwer ablesen. Ihre völlig ordnungsbesessene Mutter hätte im Normalfall niemals das Glas ohne einen Untersetzer abgestellt. Alisa zog die Schuhe aus, kam ins Wohnzimmer und setzte sich auf den Teppich, dem Gesicht ihrer Mutter gegenüber. Sie lag da, ihre Augen glasig, sie schauten ausdruckslos unter den schweren Lidern hervor. Wie ist das passiert? Fragte Alisa, wie das immer passiert. Aber
Wieso habt ihr euch überhaupt getrennt? Tanja öffnete die geschwollenen Lippen zu einer Antwort, doch es kam nur ein Gewimmer heraus und sie vergrub ihr Gesicht in den Samtkissen. Alisa strich ihrer Mutter beruhigend über den Kopf, doch diese wehrte die Berührung ab, indem sie sich zur Wand drehte. »Kann ich dir etwas zu trinken oder zu essen machen?«, fragte Alisa. Doch ihre Mutter blieb abgewandt und ihr Wimmern erstickte in den Kissen. Alisa stand auf, ging in die Küche. Sie hatte sich in der Wohnung ihrer Mutter und Isaac nie wohl gefühlt. Die exakte Anordnung aller vorhandenen Gegenstände, die klinische Sauberkeit und die Menge an Luxusgegenständen machten ihr schlicht Angst. Sie hatte den Eindruck, als ob all das nur darauf wartete, von ihr beschmutzt oder zerstört zu werden, um ein weiteres Exempel ihrer Unfähigkeit zu statuieren. Selbst mit einem Mann kann man einen reineren Haushalt führen als mit Alisa, pflegte ihre Mutter bei jeder Gelegenheit zu sagen. Dabei hatte Alisa sich wirklich Mühe gegeben, damals. Sie tat, was sie konnte. Sie wollte ihre Mutter so sehr glücklich sehen. Doch es hat nie gereicht. Wenn es Alisa gerade möglich gewesen wäre, ihre Gefühle zu erkennen, so hätte sie Wut gespürt. Doch Alisa durfte keine Wut spüren, durfte überhaupt nichts spüren. Und so spürte sie nur die Leere, einen tiefen Mangel. Und sie wollte essen, jetzt, sofort, sehr, sehr viel essen, bis die Leere gefüllt sein würde. Sie hatte eine Kanne Tee zubereitet, trug sie ins Wohnzimmer und stellte sie auf den Küchentisch ab, auf den Esstisch ab. Ihre Mutter lag immer noch mit angezogenen Knien und zur Wand gedreht da. Sie war still. Alisa beugte sich vorsichtig über sie, um zu überprüfen, ob sie eingeschlafen war. Ihr Atem war tief und roch stark nach Alkohol. Ja, sie schlief. Alisa ging in die Küche, um einen Lappen für den Couchtisch und eine Tasse für den Tee zu holen, als Mia sich plötzlich an die Süßigkeiten-Schublade erinnerte. Damals, als Alisa noch ein Mädchen gewesen war und ihre Eltern zusammengelebt hatten, da hatte es auch so eine Schublade gegeben. Mutter hatte sie Belohnungsschublade und Vater hatte sie manchmal auch Trostschublade genannt. Aber das wusste ihre Mutter nicht. Das war damals das Geheimnis zwischen ihrem Vater und ihr gewesen. Utischenie hatte ihr Vater das genannt. Alisa war überrascht, diese Erinnerung plötzlich so präzise, so lebendig zu denken, als würde sie die Zeit unmittelbar erleben. Wo halten sich solche verdrängten Erinnerungen eigentlich auf, während wir sie nicht erinnern? Fragte sich Alisa. Doch Mia interessierte sich nicht für solche Fragen. Sie verlangte, dass Alisa jetzt diese Schublade öffnete. Insgeheim hoffte Alisa, die Schublade möge leer sein. Doch das war sie nicht. Alisa erlebte nicht bewusst, wie sie eine Tafel Schokolade verschlang und danach gleich eine Packung Kekse. Als Mia sie zwingen wollte, sich über eine teure Pralinschachtel herzumachen, wehrte sie sich. Nein, das ging nicht, das war unmöglich. Sie hasste sich dafür, die Schokolade zuerst gegessen zu haben. So würde sie sie nie mehr hervorwürgen können. Man sollte immer etwas leicht Erbrechliches zuerst essen und die schwerer erbrechlichen Dinge danach. Wusste der Rest der Welt eigentlich über diese Einteilung der Lebensmittel Bescheid? Die Einteilung in leichter und schwerer Erbrechliche? Alisa wusste von jedem Lebensmittel und jedem Gericht, wie es vor dem Essen und wie es nach dem Erbrechen aussah. Und manchmal vermischten sich diese Bilder und sie hatte das Gefühl, sie würde erbrochenes Essen und unangerührtes Essen erbrechen. Jetzt war Mia zufrieden. Sie hatte sich mit Alisas Lebensenergie vollgetankt und legte sich schlafen. Während Mia und Tanja noch schliefen, wollte Alisa wieder gut machen, was sie getan hatte. Darum nahm sie aus dem Portemonnaie ihrer Mutter einen Zehner heraus und lief hinunter über die Straße zum Späti, um die Schokolade und die Kekse nachzukaufen. Alisa trank Tee und entwarf einen weiteren, diesmal wirklich sicheren Ernährungsplan für die nächste Woche, als Tanja wach wurde und sich immer noch in Decken gehüllt aufsetzte. Alisa fiel auf, dass der Mund ihrer Mutter stark geschwollen zu sein schien. Sie vermutete, dass sie ihre Lippen wieder unterspritzen ließ, traute sich jedoch nicht nachzufragen. »Wie fühlst du dich?«, fragte Alisa stattdessen. »Unerträglich«, sagte Tanja und brach wieder in Tränen aus. »Was ist denn passiert?«, fragte Alisa und als keine Antwort kam, sagte sie, »Vielleicht vertragt ihr euch ja und es wird alles wieder gut?« »Es wird nie wieder gut. Kapierst du das? Nie«, schrie Tanja und vergrub ihr Gesicht wieder in den Samtkissen. Alisa ging ins Schlafzimmer ihrer Mutter, um die permultfarbene Box mit Kosmetiktüchern zu holen und sie ihrer Mutter zu bringen, als sie den großen Spiegelschrank offen dastehen sah.
Isaacs Hälfte war leer. Wie seltsam, dass die Wohnung sonst genau gleich geblieben war, dachte Alisa. Alles an der Wohnung trug die Handschrift ihrer Mutter, obwohl die Wohnung Isaac gehörte. Er hat sie gekauft und bezogen, kurz bevor er Tanja kennengelernt hatte. Dann war sie bei ihm eingezogen, sie hatten geheiratet und nach war nichts mehr von ihm zu erkennen gewesen. Aber es schien ihn nie gestört zu haben, dachte Alisa. Ihn schien generell nur wenig im Leben zu stören. Er war ein unerträglicher Optimist. Immer hatte er etwas zu lachen. Immer gelang ihm alles. Immer bedeutete der Verlust von etwas nur, dass Platz für Neues entstanden war. Alisa war es völlig schleierhaft gewesen, wie ihre Mutter diese ständige Sorglosigkeit ertrug. Gleichzeitig hatte sie durchaus das Gefühl, dass ihre Mutter Isaac liebte. Zumindest mehr, als sie sich selbst von ihr geliebt fühlte. Danke. Danke schön, Frau Lux. Wieder durchatmen. Wir springen jetzt von solchen unterschiedlichen Sprachen, von Welten zu Welt. Frau Krasnova. Ich werde aus Der verlorene Sohn lesen, und zwar den Anfang. Wir befinden uns im Sommer 1839, und zwar in Dagestan. An jenem letzten Morgen seines alten Lebens wurde Jinnudin von seiner Mutter geweckt. Sie kam zu ihm ins Zimmer, setzte sich an sein Bettlager, und Jinnudin wusste, dass sich etwas Unwiederbringliches ereignet hatte. Er spürte bei ihm als Körperwärme, wollte sich an sie kuscheln, seine Sorgen durch ihre Berührungen vertreiben lassen. Ihre Hand fuhr durch sein Haar. Er hörte das vertraute Klirren ihrer Armbänder, spürte ihre Haut, ihre Liebe. Gierig sog er mit ihm als Geruch ein und blieb dabei unbeweglich liegen, eingewickelt in seine Decke. Er glaubte, so die Zeit anhalten zu können, das unausweichlich hinauszögern. Dennoch wollte er das sein, was alle Welt von ihm erwartete, ein Mann. Was das war, war ihm bereits mit 9 Jahren nur allzu klar. Aber noch lieber wäre heute ein kleiner Junge geblieben, hätte seine Mutter niemals losgelassen. Du musst stark sein, mein Kleiner, sei stolz, sei mein Stolz, sei ein Sohn deines Vaters. Es ist nicht für lange, bis bald bei mir sein. Bis sie meinte, hat die Mutter 2 Söhne, von denen einer heute den Russen als Pfand für die Dauer der Verhandlungen zwischen dem russischen Heer und den Gotteskriegern des Imams Schamil überlassen werden sollte. Schamil war es Jahre zuvor gelungen, zum ersten Mal zahlreiche kaukasische Stämme zu vereinen und sie vom heiligen Kampf, dem Dschihad, gegen Russland zu bezeugen. Bisher galt Schamil als unbesiegbar, ein Held seiner Zeit. Sein Mut und den gegen alle Wahrscheinlichkeit errungenen Sieger waren legendär. Seine Frau war jung, gebildet und schön, auch wenn es kaum noch jemand sah. Jetzt legte sie die Hand auf den Rücken ihres ältesten Sohnes und wartete auf etwas, das nicht passierte. Jinnudin ließ diesen Augenblick ebenfalls verstreichen und richtete sich schweigend auf. Er hatte verstanden. Petimat legte seine Kleider neben ihn und strich sie glatt. Sie waren schneeweiß, obwohl alles um sie herum voll Dreck war. Oder vielleicht gerade deswegen. Es waren die Kleider, die einst für den Tag des Sieges über die Russen zurückgelegt hatte. Jinnudin war ihnen fast entwachsen. Petimat überprüfte noch einmal Jinnudins Aussehen. Dass sie zufrieden war, richtete sich wieder auf und verließ das Zimmer. Die Tür fiel laut ins Schloss. Noch vor einem Jahr hatte Jinnudin geglaubt, er würde im Himmel wohnen. So hoch und unerreichbar lag die Festung Ahulgo. Um sie herum gab es nichts außer den allmächtig wirbelnden Bergen, die im Sommer mit Gras bezogen waren, im Frühling von einem Meer aus Blumen und im Winter mit Schnee und Wolken, die nicht fern am Himmel standen, sondern in unmittelbarer Nähe zu schweben schienen. Zu ihren Füßen wand sich ein schneller, smaragdgrüner Fluss. Aus dieser Höhe erschien er unerreichbar. Eine weitere Versuchung. Das Auge konnte sich an nichts ausruhen, auch nicht an den 2-stöckigen Steinhäusern, die auf 2 Hochebenen direkt am Berghang standen und einander in ihrer Gleichförmigkeit zu übertreffen versuchten. Genauso einfach waren die Gewänder der Frauen und der Lebensstil, streng und genauestens überwacht. Keine Musik, kein Alkohol,
Nur Gebet und die Furcht vor dem Zorn Gottes wurden geduldet. Um ihren Aul zu erreichen, muss man eine Woche lang ununterbrochen bergauf reiten. Den Aufstieg bewältigen nur die geschicktesten Reiter und die besten Pferde. Diese Tatsache und das vorrückende russische Heer trugen dazu bei, dass Gäste hier äußerst selten waren und wenn, kamen sie meistens gefangen. Für Kinder war dies jedoch ein wunderbares Reich. Sie wurden bis zu einem gewissen Alter nicht sonderlich streng beaufsichtigt und konnten im Gegensatz zu den Erwachsenen die meiste Zeit über tun und lassen, was ihnen einfiel. Ihre Tage waren voller Lachen und Abenteuer, die jeden Morgen aufs Neue erfunden wurden. Dschinuddin war ihr Anführer, während Mohammed Ghazi, sein kleiner Bruder, ihm überall hin folgte. Ihre Situation war inzwischen mehr als schlecht. Die Vorräte waren aufgebraucht, die Menschen aßen Gras und sogar das Trinkwasser neigte sich dem Ende zu. Die meisten Männer waren gestorben, genauso wie ihre Kinder und Frauen. Die Leichen konnten nicht mehr begraben werden und so stand der Geruch der Verwesung in jedem Haus und jeder Straße. Er hatte sich in jeder Ritze und jede Pore eingeschlichen. Schwärme von Fliegen schwirrten um die Leichen und die Liebenden. Die Kinder, die noch am Leben waren, spielten schon lange nicht mehr miteinander. Sie verbrachten ihre Zeit völlig apathisch, in irgendwelchen kühlen Ecken, von ihren Müttern möglichst fern vom Kanonenfeuer versteckt. Die Frauen eilten mit verständigen Blicken durch die Gassen, vor Trauer dem Wahnsinn nahe. Es stank bestialisch, nach ungewaschenen Körpern, Wunden, Leichen, Körperausdünstungen und einer existenziellen Verzweiflung. Alle waren erschöpft, vom Kampf, dem Hunger, dem Durst, der Trauer um die Märtyrer. Man hörte laute Klagen und die Schmerzensschreie der Verletzten. Sogar die Frauen kämpften nun. Sie hatten die Kleidung ihrer getöteten Männer angezogen und standen ihnen im Kampf in nichts nach. Fatimat sagte, dass sie sich nach dem Tod sehnten und deshalb mutiger als die Männer waren. Auch Shamil hatte immer wieder auf dem Vorhof der Moschee gesessen, ungeschützt von den russischen Kanonen, mit Jimousin auf dem Schoß und wartete auf die Erlösung. Doch sie kam nicht. Also machte weiter. Als selbst die Muriden seiner Schule anfingen, Gott um einen schnellen Tod zu bitten, nahm Shamil die Behandlung mit den Russen auf. Der Krieg zehrte auch an seinen Feinden. Viele Soldaten waren gefallen, der Nachschub kam nur langsam an und die Moral war alles andere als hoch. Allerdings stellten die Russen für den Waffenstillstand eine Bedingung, die Shamil unmöglich erfüllen konnte. Sie wollten Jimousin für die Dauer der Verhandlungen als Geisel nehmen, sozusagen als ein Zeichen guten Willens. Shamil ließ die Russen wissen, sie könnten ein anderes Kind haben. Ein Neffen, ein Cousin. Shamil weiß gleich wen, solange es nicht Jimousin war. Er beschloss, es auszusitzen. Die Russen gaben nicht nach und auch Shamil lenkte nicht ein. Doch dann veränderten sich die Blicke seiner Männer. Ihre Söhne waren gefallen. Sie hat nicht gezögert, das Leben ihrer Kinder für ihn zu opfern. Und Shamil wollte nicht einmal einen seiner Söhne als Pfand geben. War sein Blut wirklich so viel mehr wert als das ihrer Kinder? Fatimat fürchtete die Blicke der anderen Frauen. Sie fürchtete, eine von ihnen würde Jimousin etwas antun, auch wenn sie nicht glaubte, dass es jemand wagen würde, so weit zu gehen. Aber Leid macht Menschen zu allem fähig. Dennoch gab Shamil nicht nach. Es war sein Kind. Die Russen drohten mit dem Sturm auf Hulgo. Soldaten waren bereits in Sichtweite. Sie harrten vor der Festung aus und ebenso auf den Gipfeln der umliegenden Berge. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte das noch nie erlebt, dass drei Autorinnen nacheinander lasen und es ist ein irres Gefühl. Es ist wie gleichzeitig wie drei Konzerte nacheinander. Es ist, wenn man das hört, ich weiß nicht, ihr seid gemutet. Alle? Hallo? Ich glaube jetzt, dass ich ein Geräusch von euch höre. Ja, es ist gut, es ist besser. Frau Krasnova, warum diese Stelle? Sagen Sie doch bitte nicht, dass es deshalb ist, weil es der Anfang ist. Doch, klar. Warum? Ich finde es immer problematisch, bestimmte Stellen auszusuchen und ich tendiere dazu, die Stellen auszusuchen, die man in so kurzer Zeit ohne viel Kontext stehen lassen kann. Und da ist es oft der Anfang, das Einfachste oder irgendwelche kurzen Auszüge, die in sich abgeschlossen sind. Aber das ist nur meine persönliche Präferenz.
Frau Lux, bei Ihnen? Warum diese Stelle? Wo Sie wieder sehr viele zusammen sind und Mia und Alisa und Tanja und Ihr ehemaliger Freund. Und also ja, die ehrliche Antwort ist, ich habe einfach jetzt eine Stunde vorher das Buch an irgendeiner Stelle aufgeschlagen. Und das Erste, was ich las, war, es war ein grauer, trostloser Novembersonntag. Und ich dachte, passt. Ja, und ich dachte, die eignet sich genauso gut wie jede andere Stelle. Für mich war sie schon sehr bezeichnend, weil es wirklich diese, wiederum diese Patchwork-Geschichte ist. Diese Patchwork in allem. Auch in dem, wie sie lesen, auch in ihrer Kunst, dieser Schauspielerkunst, das zu lesen. Es ist immer viel, immer ich bin viele. Immer ich bin viele. Insofern ist diese Stelle schon exemplarisch für mich gewesen persönlich. Frau Grinberg. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, Frau Grinberg. Und das, was Sie, die Stellen, die Sie ausgesucht haben, gab es einen bestimmten Grund, warum ausgerechnet diese Stelle und nicht eine andere? Ja, weil das komplette Texte sind. Also das sind drei Gedichte und drei Stücke. Und erstens, ich wollte so unterschiedliche Texte wie möglich aussuchen. Und zweitens, ich wollte schon nicht mehr aus dem Buch lesen, sondern was anderes. Das waren nur zwei Kriterien. Diese Geschichte mit Hannelore Elsner fand ich sehr überraschend schön. Ich mag sie sehr. Das war eine sehr schöne Schauspielerin. Ja, ja. Das war sie. Wir sind jetzt von der Zeit her eigentlich, wären wir dabei, Fragen zu beantworten, aber es gibt nur Kommentare. Es gibt nur Kommentare und schöne Kommentare, die aber für die Diskussion weniger relevant sind. Und ich glaube, jetzt, ich suche nach dem passenden Abschluss. Und ich möchte doch jetzt nicht auf die Geschichte mit Identitäten kommen und nicht auf die Geschichte mit unterschiedlichen Herkunftsversionen und Migrationshintergründen, sondern mehr auf die Sprache kommen, die wir gerade gehört haben. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das zum Schluss gemacht haben, dass bei dem Publikum, bei uns allen eigentlich das im Ohr bleibt, was euch ausmacht. Eigentlich nicht die Tatsache, nicht Dnipropetrovsk und nicht Baku und auch nicht die ehemalige DDR, sondern genau das, was wir gerade gehört haben. Und ich weiß auch, dass es ein ständiger Kampf ist und vielleicht ein passender Abschluss wäre, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, jetzt bei der letzten, gab es eine Zuschaltung aus Israel von David Grossman. Und er hat eine sehr rührende Geschichte erzählt. Und jetzt, als ich euch zuhörte, habe ich mich daran erinnert, auch über Avraham Tsutskeva, den jiddischen Dichter, wie er aus dem Wilnauer Ghetto geflohen war. Und das war eine sehr spannende Situation, weil als er floh, war eigentlich vor ihm ein Minenfeld, hinter ihm war das Ghetto, vor ihm war ein Minenfeld. Das war es eigentlich. Ja? Das heißt, er hatte nur die Chance, über dieses Minenfeld zu gehen oder eben zurückzugehen. Also beides bedeutete für ihn der Tod. Und plötzlich hörte er eine Stimme. Irgendwie, er hat auch gedichtet, also er war Erzähler, aber er hat auch gedichtet und er hörte eine Stimme, er hörte eine Aneinanderreihung von Worten, eine Art Melodie, eine Art Poem und er hörte das plötzlich und er dachte nicht mehr an das Minenfeld und er ging durch das Minenfeld hindurch und er blieb am Leben. Und danach, als man ihn gefragt hat, ob er sich an diese Worte, ob er sich an diese Melodie erinnern konnte, sagte er wohl nein.
aber er wisse wohl, dass diese Melodie ihm das Leben gerettet hat. Diese Worte, diese Sprache, die er hörte, hat ihm das Leben gerettet. Und er meinte, dass jeder Autor, jeder Schriftsteller, jeder Dichter muss sich an diese Melodie, die ihn rettet, immer wieder neu erinnern. Also er muss sie immer wieder sich neu erschaffen. Und ich glaube, damit würde ich ganz gerne abschließen und Ihnen das von Herzen wünschen, dass diese Melodie immer wieder kommt, immer wieder aufs Neue kommt. Lana Lux hat heute gesagt, Alisa ist nicht mehr da, jemand anderer ist schon da. Und das ist genau diese Melodie. Und ich wünsche Ihnen, dass Frau Grinberg, Frau Lux, Frau Krasnova von Herzen, dass es weitergeht, dass es immer wieder diese Melodie gibt. Und unabhängig davon, in welchen Patchwork-Identitäten wir leben, dass es immer wieder diese Melodie gibt. Ganz, ganz großen Dank an euch für heute. Danke auch Ihnen. Und manchmal sage ich euch, manchmal sage ich Ihnen. Ich habe mich auch, wie gesagt, noch nie im Leben so zusammengerissen, nicht ins Russische zu wechseln. Ja. Na, gut. Ist es gut? Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank auch an das Jüdische Museum, dass das Museum uns die Chance gegeben hat, über ein paar Sachen zu sprechen, die für uns wichtig waren. Und vor allem für diese ganz, ganz kostbare Vorleseminuten. Vielen Dank. An die Technik, ganz großen Dank. Ich gebe ein Zeichen der Technik. Wir sind am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Danke allen. Danke allen.